Also das Jam gibt es seit 15 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 15-jährigen Geburtstag und sind da auch stolz drauf, dass es das Jam so lange gibt mit Gemeinnützigkeit und dem Verein dahinter. Wir haben viele Aktivitäten für ab ein Jahr bis 80. Wir haben ein großes Angebot im Sportbereich, Basketball. Wir haben hier regelmäßig Basketballturniere. Wir haben Beachsoccer, wir haben Volleyball, wir haben Skater unten, wir haben Graffiti-Workshops. Versuchen auch die Kids von der Straße zu holen, indem wir ihnen zeigen, dass sie hier professionell Graffitis sprühen können und nicht irgendwelche Autos voll sprühen sollen. Wir haben einen African und Jamaican Market, wir haben African und Jamaican Food. Wir haben eine betreute Kids Corner und auch eben Beach Bar und Beach. Das ist das Tagsüberprogramm und in der Nacht haben wir hochkarätige Künstler weltweit aus dem Reggae- und Dancehall-Bereich. Allmählich gibt es ein Umdenken, dass selbst die Politiker auch merken, wir brauchen solche Projekte wie das JAM, die Freiflächen erhalten und Berlin attraktiv machen, die großes Kultur-, Sport-, Familienprogramm machen umsonst. Ja. Solche Projekte brauchen wir. Das Ziel vom JAM ist eine kulturelle Zusammenführung. Es hat sich dahin entwickelt, dass es eben in die karibische oder afrikanische Welt gewandert ist. Nichtsdestotrotz ist hier jeder willkommen aus der ganzen Welt. Das ist ein Projekt, das sich selber trägt. Wir haben keinerlei Förderung. Also für den Bezirk, für die Stadt Berlin, Projekt zu Nulltarif. Wir haben uns mittlerweile gut professionalisiert. Also die Strukturen sind so, dass wir alles machen können. Wir bilden auch aus, wir machen Veranstaltungen, Veranstaltungswesen, Technik und Kaufmann und so weiter. Wir haben viele Zivildienstleistende, wir haben Praktikanten, wir haben viele, die von der Schule kommen und hier einfach mal eine Woche, zwei mitarbeiten wollen und Einblick bekommen in das Veranstaltungswesen, die sich dann auch einbringen können oder auch mal was selber machen können. Und mittlerweile haben wir schon auch viele internationale Gäste, die einfach kommen, weil sie es ja prüfen. Es ist eine unique Experience. I talk about this many times because I don't think there's anything quite like YAM, and I don't say this because, you know, members of the YAM team are here, but just simply because it's true. Berlin braucht mehr solche Plätze wie YAM und Bar 25 als Energieforum und O2-Arum. Damit haben wir uns ja arrangiert, ist ja auch toll. Aber wir brauchen sowas wie hier, brauchen wir als Gegensatz, als Freiraum von unten. Das kommt von der Straße, das kommt von den Bewohnern und von den Aktivisten und nicht von oben aus Politikern und Geldgebern. What a lovely day, Mama. Holy day, brother, man. They are used away.